Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch eine Meisterpartie mitgebracht, eine wunderbare Partie, ein Meisterwerk des Positionsschachs. Und das war die Partie von Noteboom gegen Dasburg, Holland 1931. Und ja, die war einfach so fantastisch und die gleichen Prinzipien zählen auch bis heute noch. An denen konnte ich mich damals orientieren. Ich habe ähnliche Partien in meiner Jugend mal nachgespielt. Und wir gucken wieder Zug für Zug und schauen, dass wir die Züge verstehen und erklären, warum und wieso der Druck immer größer wird, ja, bis er am Ende zum Sieg umgewandelt wurde. Also, lass uns anfangen. Wir verfolgen die Partie aus der weißen Sicht und es beginnt mit einem Damengambit, so wie das ja, 1931 oder in dem Zeitraum halt sehr, sehr üblich war. Dieses Damengambit, abgelehntes Damengambit mit E7, E6, die klassische Variante. Die war ja so modern wie heute, ne, irgendwelche Gambits oder so. Oder dieses Pianissimo, glaube ich, heißt das, glaube ich, ne? Gioco Pianissimo, was ja heute rauf und runter gespielt wird. Das war eben früher dieses abgelehnte Damengambit. Springer F6, Läufer G5, kennen wir alles. Springer BD7. Kleine Drohung, ja. Ich denke mal, diese kleine Falle kennen wir alle, dieses Elefantengambit. Diese Elefantenfalle. Und zwar, Weiß spielt E3 und lässt ja nicht drauf ein. Er könnte hier theoretisch einen Bauern gewinnen, ja, und sagen, komm hier, die Fesselung, kennen wir ja alles, ja, und ich gewinne einen Bauern. Aber das ist eben diese berühmte Falle, dass Schwarz hier auf E5 diesen Springer schlägt, temporär seine eigene Dame abgibt und nach Läufer B4 Schach sehen wir, oh, Weiß hat auch ein Problem, muss die Dame zurückgeben. Und am Ende zählen wir die Figuren und Schwarz hat eine Figur mehr. Deswegen, ja, diese altbekannte Elefantenfalle. Fallen wir hoffentlich nicht drauf rein. E2, E3. So, jetzt ist dieser Bauer gedeckt. Ja, der König hätte Platz. Jetzt könnte dieser Bauer auf D5 hängen. Deswegen wird er hier mit C7, C6 nochmal gedeckt. Alles gut. Das Grundprinzip von diesem Aufbau von Schwarz ist es jetzt mit dem Läufer nach E7 und Rochade machen. Und E oder ja, nach E7 oder D6, je nachdem. Es geht natürlich hier um diesen Läufer C8. Und ganz, ganz häufig wird Schwarz hier auf C4 nehmen und dann versuchen mit E6, E5 im Zentrum einen Gegenschlag zu machen. Da gibt es verschiedene Systeme, Capablanca-Befreiungsmanöver zum Beispiel oder auch andere. Ein zweiter Plan wäre es noch nach dem Schlagen hier, dann mit B7, B5 zu spielen, um den Läufer nach B7 zu entwickeln. Ja, auf diese lange Diagonale. Und dann eventuell mit 6, C5 den Läufer befreien und einen Gegenschlag im Zentrum kreieren. Das sind so die zwei Hauptmöglichkeiten. Und ja, einen davon sehen wir auch in dieser Partie. Weiß spielt zunächst einmal A3. Ist heute sicherlich nicht der häufigste Zug, ja, aber verhindert immerhin Läufer B4. Der Läufer geht nach E7, entwickelt sich, entfesselt auch diesen Springer. Alles gut. Dame C2. Ein klassisches Standardfeld für die Dame im Damengambit. Ja, macht den Weg zum Beispiel für den Turm frei. Hat ein bisschen Einfluss auch im Zentrum. Man könnte halt hier auch mit Springer F3 anfangen. Ne? Das wird keinen großen, entscheidenden Unterschied machen. Die Hauptidee einfach ist es, mit diesem Läufer, mit der Entwicklung noch so lange zu warten, wie es irgendwie geht, in der Hoffnung, dass Schwarz irgendwann hier auf C4 rausnimmt und wir eben in einem Zug hier auf C4 schlagen können. Und deswegen macht Schwarz auch noch irgendwie so ein, zwei Abwartezüge in der Hoffnung, dass dieser Läufer irgendwann mal nach D3 zieht. Ups. Und dann auf das Schlagen, dann schlagen wir auf C4 und dann wäre es halt ein Tempoverlust in Anführungsstrichen. Deswegen spielen beide Seiten noch so, ja, Abwartezüge. A6 ist auch völlig in Ordnung, der gehört ja sowieso rein in das System. Wenn ich hier auf C4 schlage und dann irgendwann B7, B5 spiele, wenn ich zu C5 kommen will, dann muss dieser B5 ja auch gedeckt sein. Von daher ist A6 hier immer ein sinnvoller Zug auch. Turm D1, ein Zug, den sogar Petrosian später noch übernommen hat. Einfach diese Gegenüberstellung von Turm und Dame erschwert so ein bisschen die Möglichkeiten von Schwarz im Zentrum einen Gegenschlag zu machen. Um E8, ein Abwartezug. Und jetzt hat Weiß nichts Sinnvolleres mehr, als Läufer D3 zu spielen. Und Schwarz
schlägt auf C4. Ja, jetzt haben wir eben dieses eine Tempo verloren, in Anführungsstrichen. Schwarz spielt B7, B5, das nächste Tempo auf diesen Läufer und der Läufer geht nach D3. Das werden wir in der Partie sehen, das wird häufiger auf D3 auftauchen. Im Zusammenspiel mit der Dame habe ich immer einen gewissen Druck gegen den H7 und deswegen kam hier auch H7, H6. Und jetzt kommt ein Zug, den habe ich in der Jugend gesehen und verstanden. Natürlich, man klebt hier immer so ein bisschen am Läuferpaar, ja, und man könnte hier so 0815 Züge wie Läufer H4 machen, um das Läuferpaar eben nicht abzugeben. Aber worum geht es in dieser Stellung? Die einzige Schwäche von Schwarz ist ja im Grunde dieser C-Bauer und der möchte ja nach C5 durchdrücken, um das Zentrum anzugreifen, ja, und den Bauern selber möchte Schwarz ja auflösen. Das Feld C5 ist natürlich der Bauer vor dem rückständigen Bauern. Und da ist eben entsprechend wichtig, dass wir da eine gewisse Kontrolle drüber gewinnen. Und deswegen ist dieser Zug, der jetzt kommt, Läufer schlägt F6, sehr einfach und logisch nachvollziehbar. Und dieser Läufer auf G5 machte sowieso nichts für das Feld C5. Ja? Aber Schwarz muss ja jetzt irgendwie zurückschlagen. Und damit würde entweder der Springer oder der Läufer mindestens mal temporär den Einfluss über das Feld C5 abgeben müssen. Und dadurch haben wir etwas Zeit gewonnen. In der Partie kam Springer schlägt F6. Jetzt müssen wir leider noch Rochade machen, ja, damit hier nicht irgendwelche Damen Schachs unseren König hier irgendwie ärgern. Alles klar. Und jetzt sehen wir wieder, wie wichtig diese Gegenüberstellung von Turm und, mein Gott, von Turm und Dame ist, denn wenn jetzt Schwarz C5 spielen würde, könnten wir den einfach rausnehmen. Schwarz wäre auf C5 zwar oft genug drauf, aber wir könnten jetzt einen Abzugsschach geben und die Dame gewinnen. Und ja, das wäre natürlich gut für Weiß. Hm? Klar. Und deswegen ist dieser Vorstoß C6, C5, 4 noch nicht möglich. Schwarz macht Läufer B7, sieht da auch vernünftig aus, ja, deckt den Bauern. Mit der Maus los. Ja, und möchte jetzt eventuell dann mal irgendwann Dame B6 und dann C5 irgendwann spielen. Und jetzt geht es halt darum, wie kriege ich mit Weiß, ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Partie, hm? Dieses C6, C5. Der nächste Zug, den kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen für Weiß. Und zwar hat Weiß den Zug Springer E4 gespielt. Damit öffne ich zum einen die C-Linie, sprich die Dame hat mehr Kontrolle über das Feld C5. Der Springer E4 selber möchte auch unmittelbar nach C5 reinhüpfen und damit die Blockade aufbauen. Ja? Und ich kann mit Turm C1 dann weiterhin das Feld C5 massieren. Ja, und damit ich mich nie auf C5 einliste, nimmt Schwarz diesen Springer raus und ich schlage auf E4 zurück. Und wieder geht dieser Vorstoß C6, C5 nicht, jetzt weil dieser Läufer B7 hängt und dieser Bauer C6 einfach gefesselt ist. Jetzt kommt es noch dabei, dieser Läufer auf dieser Diagonale E4 steht einfach sehr druckvoll. Und wenn Schwarz jetzt na, als Beispiel nichts Kreatives macht und Turm C8 spielt, um den zu decken, ja, aber jetzt ist der B7 ja immer noch ungedeckt und so weiter, dann könnte Weiß mit Springer E5 spielen und sich hier ein Feld auf F3, sprich auf dieser langen Diagonale, freimachen. Damit würde dieser Läufer auf dieser langen Diagonale bleiben. Der Druck gegen den C6 wäre entsprechend gegeben. Und das wäre sehr, sehr unangenehm. Ja? Jetzt haben wir ja schon drei Figuren drauf. Der Turm kommt noch dabei. Dann könnte der C6 irgendwann mal in Bedrängnis geraten. Und deswegen ist Schwarz daran interessiert, diesen Läufer von dieser Diagonale runterzutreiben. Und das spielt er mit F7, F5. Ja, jetzt muss der Läufer diese Diagonale verlassen. Der kann wieder nur nach D3. Aber der Preis ist natürlich auch ein, naja, der E6 ist ein rückständiger Bauer. Der F5, wer weiß, wofür der gut ist. Das Feld E5 für unseren Springer ist jetzt sehr frei geworden. Das heißt, Schwarz, ja, zahlt quasi, naja, einen Vorteil mit einem anderen Nachteil oder wie auch immer man das formulieren möchte. Ja? Nicht so einfach. Dame B6. So, jetzt geht die Dame endlich aus dieser D-Linie raus und jetzt droht C6, C5.
Und hier haben wir nur einen einzigen Zug, der diesen Durchbruch 6C5 definitiv verhindert. Und das ist der Zug C1. Entschuldigung, jetzt war ich ein zu früh. Ja, wir haben hier noch einmal, jetzt sind wir dreimal drauf auf C5. Aber nach Turm C8 kann ich diesen Vorstoß nicht mehr verhindern. Es sei denn, ich spiele B2, B4. Und damit nagel ich das Feld C5 hier quasi fest. Der C-Bauer wird nie wieder vorwärts kommen. Unter Bauernopfer vielleicht, ja, okay. Und das heißt, Weiß hat diesen Raumvorteil. Er hat das Feld C5 zum Manövrieren. Der Bauer C6 ist schwach. Der Läufer B7 vor allem, ja. Der steht dahinter und macht ja auch nichts. Und ja, so richtig viel macht der Läufer E7 aber auch nicht. Ja? Ihr seht, Läuferpaar ist nicht allzu viel wert. Schwarz spielt Dame D8. Der ist durchaus interessant, denn eine der Züge, die Weiß hier machen könnte, wäre Dame B3, um eben entsprechend diesen E6 anzugreifen. Und auch diesen Läufer F5 zu drohen, weil der E6 ja gefesselt ist. Ne? Und dann würde Schwarz eben mit Dame D5 antworten können und diese Diagonale schließen können, den decken, ja, und so weiter. Und deswegen spielt Weiß natürlich nicht Dame B3 oder zumindest noch nicht. Er spielt erstmal Springer E5. Ein sehr natürlicher Zug. Der Springer hat hier ein schönes Vorpostenfeld. Der C6 ist angegriffen. Der kann ja nicht hier vorziehen. Was tun, sprach Zeus. Ne? In der Partie folgte jetzt A6, A5 mit Gegenangriff gegen den B4. Durchaus ein legitimes Mittel. Wenn der Läufer nach D6 gegangen wäre, um eben diesen schönen Vorposten-Springer zu befragen, dann wäre der klassische Aufbau hier F2, F4 gewesen, diesen E5 zu zementieren. Und dann würde der Läufer über E2 nach F3 gehen, auf diese lange Diagonale wirken, ja, und den C6 weiter unter Beschuss nehmen. Und auch das wäre klar vorteilhaft für Weiß natürlich. Und deswegen versucht Schwarz ein Gegenspiel gegen den B4. Der Läufer wirkt da ja auch drauf. Und jetzt kommt eben Dame B3. Und jetzt sehen wir wieder, der E6 ist angegriffen. Der Bauer ist aber auch selber gefesselt, weil der König dahinter steht. Sprich, ich drohe jetzt hier auch Läufer F5. Und hier haben wir jetzt eben ein kleines Problem. In der Partie folgte jetzt Läufer D6. Warum geht hier Dame D5 nicht? Nun, ganz einfach. Weiß würde die Dame tauschen. Und jetzt kann sich Schwarz entscheiden. Schlägt er mit dem C-Bauern, würde dieser B-Bauer fallen mit Tempo auf den Turm. Und danach kann sich Weiß ja immer noch um den B4 kümmern. Schlägt der Bauer von E6, hängt der F5 wieder mit Tempo. Und wieder hat Weiß einfach nur einen Bauern mehr. Und ja, die Strategie setzt sich bereits durch. Deswegen Dame D5 hier nicht möglich. Und es kam Läufer D6. Deckt diesen E6 hier. Jetzt fragt ihr euch, Moment, jetzt kann ich doch auf F5 diesen Bauern gewinnen. Und den angreifen, ja, und so weiter. Absolut. Und hier zeigt sich die Idee von dem Läufer D6 zu. Es kam Dame F6. Jetzt ist der Läufer angegriffen. Der Läufer kann nicht auf E6 schlagen, weil der Punkt gedeckt ist. Er muss also zurückgehen. Und gleichzeitig ist aber auch hier der E5 von der Dame jetzt angegriffen worden. Und Schwarz bekommt seinen Bauern zurück. Aber, und jetzt schauen wir nochmal kurz rein. Auch wenn schon ein, zwei Figuren getauscht wurden, ja. Trotzdem, dieser C6 ist ein rückständiger Bauer. Der E6 ist jetzt ein Einzelbauer. Und die Struktur von Schwarz ist definitiv, ja, nicht schön. Dazu kommen die weißen Felder am König. Und deswegen ist dieser Läufer nach B1 gegangen. Kann ich meine Dame entsprechend vielleicht mal nach C2 auf diese Batterie stellen und da oben gucken gehen. Als allererstes ist es aber ganz wichtig, die Kontrolle über das Zentrum zu behalten. Sprich, im Zentrum respektive diesen C-Bauern dazulassen, damit dieser Läufer hier nicht mal aktiviert und so weiter. Und deswegen Turm C5, ganz, ganz wichtig. Absoluter Standardzug. So. Schwarz spielt A5, A4 mit einem Gegenangriff auf die Dame. Okay. Und jetzt muss sie, ja,
wir können natürlich hier diese Dame schlagen und dann schlägt er hier. Dann würde aber die A-Linie aufgehen. Ups. Und eventuell der A3 auch mal zu einer Schwäche werden, respektive Schwarz würde zumindest irgendeine Form von Gegenspiel kreieren können. Gegenspiel ist etwas, das wollen die Meister nicht. Ne? Man hat einen Druck auf den C6, auf den E6, auf den König. Und warum soll ich ein Gegenspiel kreieren und zulassen? Und jetzt denkt man ja, Moment, die Dame würde jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nach C2 gehen. Das ist so der erste Zug, der einem hier immer einfällt, um eben nach H7 gucken gehen. Jein. Ist natürlich eine Grundidee, ist gut. Das Problem ist, nach Dame F6 geht es noch nicht so richtig weiter. Weil wenn wir hier Schach geben und der König geht raus, ist eben das Feld G6 gedeckt. Sprich, unser Läufer kommt jetzt nicht hinterher. Rot und die Dame wieder vertrieben zu werden. Ne? Also so einen richtig effektiven Angriff haben wir noch nicht. Wir müssen uns sogar noch ein, zwei Ideen mal eben gegenwärtigen. Genau, sagen wir, wir spielen den und der. Was könnten hier noch Ideen sein für Weiß, außer dieses Dame H7, was ja offensichtlich noch nicht so viel bringt? Nun, ein zweiter, relativ schematischer und standardmäßiger Zug ist es, weiteren Raumvorteil zu kreieren und diesen E6 auch noch festzunageln. Und dazu würden wir unglaublich gerne E3, E4 spielen, mit der Idee, den Bauern vorzuschieben. Ja, nicht nur mit Tempo, sondern eben auch den E6 hier festzunageln. Und damit hätte der Läufer quasi für alle Zeiten nie wieder irgendwo, wo er hin kann, wo er rauskommt. Aber wenn wir jetzt hier E4 spielen, könnte Schwarz E5 spielen. Und auf einmal wäre unsere schöne Batteriediagonale geschlossen. Ah, das wäre aber ärgerlich. Und deswegen spielt Weiß hier einen anderen Zug, nämlich der diesen E6 im Auge hält und E5 verhindert. Dame A2. Sehr, sehr spannend, ja. Und jetzt hängt die Dame erstmal. Ging die Dame jetzt nach F6, dann könnten wir jetzt E4 spielen und der Bauer käme eben nicht vorwärts, ja, wegen dieser Fesselung hier. Und dann würden wir E4, E5 spielen können. Der Turm deckt den ja. Und dann hätten wir wirklich alles im Griff. Bei Bauern festgenagelt, die weißen Felder, könnten wir dann natürlich auf dieser Diagonale suchen gehen. Und ja, doch noch weitere Figuren, vielleicht den Turm, hier irgendwie bald ist, das spielt sich von alleine. Und deswegen ging die Dame hier nach D6, okay? Aber jetzt ist die Dame eben nicht mehr hier auf dem Punkt G6 drauf. Und jetzt können wir hier rüber schwenken. Und wir sehen jetzt rot, Dame H7 Schach. Und die Dame kann das Feld G6 hier nicht mehr richtig abwehren. In der Partie folgt noch Turm C nach D8. Und dann Dame H7 Schach. König und Läufer G6. So, und jetzt sehen wir, der Turm hängt mit Tempo. Ne? Der Turm kann aber auch nicht so richtig wirklich wegziehen, weil dann immer Dame H8 kommt und ja, Schachmatt. Und es droht auch, wenn Schwarz gar nichts macht, es droht ja trotzdem Dame H8, das Feld kontrolliert. Und Dame G7, Schachmatt. Ja, und da kann sich Schwarz mehr oder weniger auf den Kopf stellen. Hier ist nichts mehr zu machen. Ich glaube, die Engine sagt, man kann hier noch alles Mögliche an Damenopfern bringen, um das Matt abzuwehren, ja. Aber die Stellung ist natürlich dann trotzdem verloren. Und ja, hier hat Schwarz dann auch aufgegeben. Ein Meisterwerk von potenzieller Genialität, ja, diesen Bauern festgenagelt, den Läufer festgenagelt, damit jedes Gegenspiel auf dieser Diagonale verhindert. Und das Feld C5, das kennen wir ja, das Feld vor dem rückständigen Bauern, das Wichtigste auf dem Spielfeld, ja, als Dreh- und Angelpunkt genutzt hier für Weiß. Wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen, die Partie. Ich hoffe, euch auch. Dann sind wir nämlich durch für heute. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Partie wieder. Bis später.